Herzlich willkommen, meine Freunde des Tabakgenusses und des Tabakanbaus. Ja, einen schönen Vorfrühlingsgruß. Der Winterschlaf der eigenen Tabakindustrie ist beendet. Es hat schon Beschwerden gegeben, es gibt keine Videos mehr. Ja, ich soll endlich einmal meine Zigarren verkosten. Das hätte ich gern gemacht. Zigarren verkosten war den Winter für mich leider nicht möglich oder schwer möglich. Ich habe nämlich im Atelier keinen Ofen mehr. Den Ofen habe ich in die Küche gestellt. Das ist nämlich so ein Küchenherd. Und jetzt muss ich zwar Zigarren abstinent leben im Winter, dafür kann ich im Holzofen kochen. Auch schön. Ja, jetzt ist allerdings der Winter aus. Es wird die Verkostungen geben, wenn es wärmer wird. Und jetzt werde ich mir mal heute im Video damit beschäftigen, wie besteht es mit der Lagerung. Ja, ich habe jetzt den Tabak ja rausgeholt, schauen wir uns den an. Und jetzt wird es dann wärmer und gerade in der Wärme reift der Tabak dann besser natürlich. Der braucht ein bisschen Wärme, aber es birgt auch Gefahr. Und dann möchte ich noch ein bisschen einen Ausblick geben, was euch den Sommer erwartet, was ich den Sommer mache. Es wird ein bisschen anders sein wie das letzte Jahr. Tatarata! Dann schauen wir mal rein in so eine Kiste. Ah, der Duft. Ah, schon mal besser wie eh und je. Es gibt keinen Schimmel. Und wenn man sich den Tabak jetzt so anschaut, es ist genau die richtige Konsistenz. Es bricht nicht. Es ist aber auch nicht schimmelig, es ist nicht zu feucht. In dem Raum hat es so 60% Luftfeuchtigkeit gehabt. Das hat sich wunderbar gehalten. Ich bin ganz begeistert. Und schon gespannt, wenn es jetzt dann um die Verarbeitung geht. Schauen wir mal bei den Deckblättern. Das sind ja alles jetzt Einlagen. Wie das ausschaut. Ja, wunderbar. Kann man eigentlich gleich so verwenden. Ja, ich habe euch ja letztes Jahr schon gesagt, wie ich den Tabak gelagert habe. Eben in so einem Raum. Das ist so ein Erdkeller, nicht wirklich ein Keller, aber da ist doch ein bisschen feucht. Aber welche Gefahren das im Sommer birgt, das muss ich euch auch noch sagen. Aus den Kommentaren habe ich ja gelesen, dass es viele gibt, die im Keller lagern oder in Kellerräumen. Das ist im Winter kein Problem, ja. Da ist es relativ kühl. Im Sommer wird es warm. Und da ist dann die Gefahr, man denkt sich dann, naja, kann man ein bisschen lüften, dass man das nicht zu feucht wird, ja. Nicht, dass da was schimmelig wird. Und genau das ist eben, kann ein Problem werden. Wenn es draußen warm ist, hat es 30 Grad, im Keller hat es 15 Grad, dann nimmt die Luft, die kältere Luft, die Feuchtigkeit von der warmen Luft auf und es wird im Keller feucht. Das ist ganz logisch, ja, so wie bei einer Wolken zum Beispiel. Ne, man sieht ja das, wenn es warm ist, die warme Luft steigt auf, dann wird es oben kälter, genau genommen wird es ungefähr 0,6 Grad pro 100 Meter oder 6 Grad pro 1000 Meter Höhe wird es kälter. Irgendwann bildet sich dann eine Wolke, weil diese abgekühlte Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, die wird immer feuchter. Wenn man also jetzt am Tag die Fenster aufmacht, dann wird es im Keller feucht. Das heißt, gut war, wenn man lüftet, dass man in der Nacht lüftet und nicht am Tag. Und immer ein bisschen beobachten, ein Hygrometer einstellen in den Raum und das wirklich beobachten, weil es wäre schade, wenn dann der Tabak kaputt wird. Es ist natürlich für den Tabak gut, wenn er ein bisschen Wärme hat, weil sich der chemische Prozess schneller vonstatten geht und die Reifung natürlich vorantreibt, aber aufpassen, dass es nicht zu feucht wird. Ja, was mache ich heuer? Ich habe letztes Jahr ja so an die 100 Tabakpflanzen gehabt. Das war relativ viel Arbeit. Habe verschiedenste Sorten angebaut. 6 Sorten insgesamt. Und jetzt möchte ich diese Tabake einmal ein bisschen
herausfinden, also welche Mischung ist jetzt gut. Ich habe einige Deckblattsorten und einige Havanna-Sorten angebaut, dann Geudertheimer, der super wächst, aber ich muss jetzt schauen, wie schmeckt es dann in der Zusammenstellung? Wie gestalte ich die Einlage, dass das mir schmeckt? Da werde ich ein bisschen herumprobieren. Da wird es auch Verkostungen geben. Und für heuer habe ich mir vorgenommen, weniger Pflanzen, so 20 bis 30 Pflanzen und da Deckblätter hauptsächlich. Da habe ich letztes Jahr nicht so viel gehabt, wegen relativ viel Schneckenfraß. Ja, ich meine, 100 Pflanzen, das ist da schon eine Arbeit. Also bei weniger, da kann ich drauf schauen, dass das wirklich super wird. Und dann nächstes Jahr pflanze ich dann, also übernächstes Jahr, ne, nächsten Sommer dann die Pflanzen aus, nur wenn ich die auch brauche, wo ich sage, das schmeckt mir gut, so möchte ich die Zigarren zusammenstellen. Und jetzt muss ich euch nur was sagen, was ich nämlich den Winter auch gemacht habe. Was braucht eine gute Zigarre? Eine gute Einlage, ein schönes Deckblatt, das auch gut anbrennt. Und was noch? Eine Banderole. Und das habe ich mir den Winter vorgenommen, dass ich eine Banderole mache. Und mit einem Freund, der sich gut auskennt, im Photoshop, haben wir das gemacht. Ich zeige euch das einmal, wie das ausschaut. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein bisschen eine regionale Note einbringen und habe jetzt die Farben von Niederösterreich genommen. Dieses Blau und dieses Gelb. Also das hat jetzt nichts mit der Johanna Mikl-Leitner und der ÖVP da, die mit diesen Farben Werbung gemacht haben. Aber das Sackel hat mich schon inspiriert, weil das mir sehr gut gefallen hat. Ja, da ist also jetzt einmal dieses Sackel da, das mich inspiriert hat. Also auch die ÖVP kann man inspirieren. Hätte ich ja gar nicht für Möglichkeiten. Ja, das ist das Gelb, hellblau, dunkelblau. Hat nichts mit einem politischen Statement da, sondern damit es ein bisschen regional ist. Und ich finde, es schaut gut aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Es ist da ein Foto drauf. Und zwar trinke ich da gerade einen Wein. Weil zur Zigarre gehört ja auch meistens was Gutes zum Trinken. Oben, das sind so Blätter, kann man vielleicht jetzt nicht erkennen. H.Port. Weinviertel Zigars. Da steht noch Handmade. Ich hoffe, man kann das sehen. Und ein bisschen Platz ist noch, dass ich händisch noch draufschreiben kann, vielleicht den Jahrgang. Ja, ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Mir gefällt es eigentlich schon, nur das Foto konnte ein bisschen mehr Kontrast haben. Das werde ich vielleicht noch ändern. Wir haben jetzt einmal selbst ein paar ausgedruckt. Ja, aber sonst glaube ich, ist ganz gut gelungen. Das Gelb gefällt mir auch ganz gut. Passt auch sehr gut zum Braun der Zigarre. So dass meine Zigarren nicht nur hoffentlich gut schmecken, sondern auch gut ausschauen. Es waren ein paar Anregungen für euch vielleicht wieder dabei. Und ich hoffe, ihr bringt selber auch was weiter. Bei eurem Tabakanbau, egal ob ihr Zigarettentabak, Pfeifentabak oder Zigarren macht. Ja. Und wir sehen uns sicher beim nächsten Video wieder. Und da werde ich vielleicht einmal eine verkosten. Jetzt gehe ich nämlich dann an, dass ich mir ein paar zusammentrage. Bis bald!